Während es der Bitcoin am aktuellen Wochenende es tatsächlich schafft, sogar noch ruhiger und noch langweiliger zu laufen als in der Woche, bahnt sich im Hintergrund etwas Großes an. Im heutigen Video beschäftigen wir uns zum einen selbstverständlich mit aktuellen Bewegungen, zum anderen allerdings auch mit einem Markt in Billionenhöhe, der tatsächlich in den nächsten Monaten für Bitcoin die Tore öffnen könnte. Im heutigen Video schauen wir uns das gigantische Potenzial an, welches hier hintersteht. Ich wünsche viel Spaß mit dem heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und es ist wirklich verrückt. Der Bitcoin tendiert ja allgemein am Wochenende zu einer geringeren Volatilität. Tatsächlich sehen wir allerdings, wie seit der Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs das Ganze noch einmal massiv zugenommen hat. Genauso wie am vergangenen Wochenende befinden wir uns auch jetzt in einer Art Todeszone, wo es wirklich gar keine Bewegung gibt. Und diese gar keine Bewegung sehen wir nicht nur beim Bitcoin-Kurs selber, sondern auch beispielsweise am Open Interest. Wir sahen heute Nachmittag, wie es einmal kurz einen Wick nach oben gab, der sofort wieder abverkauft wurde. Dasselbe sahen wir auch im Open Interest, aber ansonsten sieht das Ganze für mich so krass manipuliert aus. Also es sind zum einen natürlich die Market Maker, die selbst verständlich den Kurs ein bisschen beeinflussen, und zum anderen werden sich wie auch OTC die Taschen im Hintergrund ein bisschen voll gemacht, damit die Bitcoin-Spot-ETFs in der nächsten Woche gegebenenfalls wieder stärkere Zuflüsse signalisieren können, ohne dass der Kurs zu stark beeinflusst wird. Doch im Allgemeinen muss man sagen, es ist wirklich bemerkenswert, wie gering die Bewegungen sind. Wie gesagt, für mich sieht das aus wie eine absolute Manipulation. Deine Meinung würde mich dazu in den Kommentaren auf jeden Fall mal interessieren. Und dabei sehen wir, ich habe es eben schon angesprochen, dass natürlich trotzdem weitere Zuflüsse in die Bitcoin-Spot-ETFs realistisch sind. Am Freitag schlossen wir übrigens den 19. Tag in Folge mit Bitcoin-Spot-ETF-Zuflüssen. Insgesamt sahen wir Zuflüsse in Höhe von 4,04 Milliarden US-Dollar in den 19 Tagen. Am vergangenen Freitag sind die Zuflüsse deutlich rückläufig gewesen, allerdings immer noch mit über 100 Millionen US-Dollar im stark positiven Bereich. Und auch die Wochenbilanz der jetzt abgeschlossenen, zumindest Handelswoche, ist mit einem Abzug von 22.647 Bitcoin von den Börsen wieder einmal bemerkenswert. Hierbei sprechen wir von einer Summe von 1,57 Milliarden US-Dollar, die in Form von Bitcoin in den letzten paar Tagen die Börsen verlassen haben. Der Trend ist weiterhin rückläufig, kurzfristig, allerdings auch langfristig. Dabei sehen wir allerdings auch, dass der Bitcoin es auch auf einem etwas größeren Zeithorizont nicht schafft, hier aus der Seitwärtsbewegung auszubrechen. Seit mittlerweile knapp 100 Tagen, also seit mehr als 3 Monaten, tendieren wir in der aktuellen Seitwärtsbewegung. Das ist die zweitlängste Konsolidierungsphase seit unserem Bärenmarkttief, ungefähr bei 15.500 Dollar pro Bitcoin. Das Spannende ist hierbei vor allem auf dem mittelgroßen Zeithorizont, dass auf der einen Seite die Bitcoin-Spot-ETFs und allgemeinen Börsenabflüsse dazu geführt haben, dass rund 71.000 Bitcoin akkumuliert wurden. Wir auf der anderen Seite allerdings sehen, dass nach dem Bitcoin-Halving in diesem Zeitraum von knapp 30 Tagen nur rund 13.000 Bitcoin geschürft wurden. Also um es einfach zu sagen, 13.000 Bitcoin wurden durch das Minen in dieser Zeit neu geschaffen, in Anführungsstrichen. Auf der anderen Seite wurden mehr als 71.000 Bitcoin akkumuliert. Bedeutet, dass rund 5,5-mal mehr Bitcoin aufgesammelt wurde, als auf der anderen Seite gemeint oder geschürft wurde, je nachdem, wie man das sagen möchte. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum reagiert der Preis nicht darauf? Ganz klar, wir sind eben im Bereich eines All-Time-Highs und wir sehen eben auch Gewinnmitnahmen. Es gibt immer noch viele Marktteilnehmer, immer noch viele Bitcoin-Investoren, die damals Bitcoin für einige hundert oder einige tausend Dollar oder sogar auch nur für einige wenige Dollar gekauft haben, die natürlich Gewinne mitnehmen, und da sprechen wir eben auch von einem größeren Volumen. Dieser aktuelle Akkumulationszeitraum ist allerdings auch nichts groß Besonderes. Wie gesagt, im aktuellen Zyklus haben wir ihn bereits schon jetzt das dritte Mal gesehen. Wir sahen es allerdings auch immer wieder in den letzten Bull- und Bärenmärkten. Dabei ist es natürlich besonders spannend, darauf zu schauen, wann wir denn möglicherweise den nächsten Weg nach oben schaffen. Und hierzu gibt es eine interessante Grafik, der sogenannte VWAP Oscillator. Dieser ist ein mittelfristiger Handelsindikator, der das On-Chain-Volumen verwendet, um bevorstehende Volatilität anzuzeigen, beziehungsweise darauf hinzudeuten, ob wir möglicherweise stärkere Kursbewegungen sehen. Diese Grafik, die ihr hier seht, die ist meiner Meinung nach relativ selbsterklärend, denn wir sehen, wenn hier unten ein Ausbruch signalisiert wird, dass wir dann im selben Zusammenhang auch beim Bitcoin einen stärkeren Preisimpuls gesehen haben. Das war jetzt in den letzten Monaten oder besser gesagt in den letzten Jahren immer zutreffend, und auch aktuell bewegen wir uns auf eine weitere Spitze hin, was darauf hindeutet, dass wir in der nächsten oder übernächsten Woche höchstwahrscheinlich eine starke Impulsbewegung
sehen sollten. An dieser Stelle würde ich mich extrem über eine kurze Bewertung freuen. Das kostet euch nur eine Sekunde Zeit, hilft mir allerdings ungemein weiter und unterstützt einfach mich und meine Arbeit. Gerne einen Daumen nach oben, falls euch das heutige Video gefällt, und falls ihr es Schmutz findet, auch gerne einen Daumen nach unten. Falls du noch auf der Suche nach einer geeigneten Kryptohandelsplattform für dich bist, über meinen Link in der Videobeschreibung gibt es bei Coinbase aktuell gerade 15 Euro exklusiven Bonus. Zudem unterstützt du selbstverständlich auch mich und meine Arbeit. Coinbase ist eine in Deutschland BaFin-regulierte Kryptohandelsplattform, die unter anderem auch DeFi-Apps anbietet. Auf jeden Fall gerne mal auschecken. Ich habe ja auch schon bereits ein Tutorial zu dieser Plattform gemacht. An dieser Stelle kommen wir auf eine extrem spannende Thematik zu sprechen. Diese habe ich auf Twitter gefunden und ich finde es super interessant, sich auch einfach ein bisschen näher mit der möglichen Zukunft des Bitcoins zu beschäftigen, beziehungsweise seiner zukünftigen Preisbewegung. Denn man spricht immer darüber, ja, günstigere Zinsen, mehr Kapital am Markt, größere Bitcoin-Adoption, mehr Leute nehmen den Bitcoin an, aber wir haben selten wirklich faktische Zahlen, auf die wir uns beruhen können, welches Potenzial denn für den Bitcoin aus den verschiedensten Bereichen überhaupt besteht. Und deswegen möchte ich im heutigen Video über einen 35,7 Billionen US-Dollar schweren Staatsfondsmarkt sprechen, beziehungsweise über das Gesamtvolumen der 35,7 Billionen US-Dollar. Und das ist nicht das Kapital, was jetzt in den Bitcoin wandert, sondern das Kapital der Staatsfonds ohne die Zentralbanken. Staats- und Pensionsfonds investieren vor allem auch in den Kapitalmarkt, um natürlich Renditen zu erwirtschaften. Dabei gibt es allerdings einige Hürden, die überwunden werden müssen, bevor das Kapital aus diesen Fonds tatsächlich auch investiert werden können. Es gibt verschiedene Kriterien und eines der wichtigsten Kriterien, vor allem in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ist das sogenannte ESG. Viele Fonds wollen zwar in den Bitcoin investieren, beziehungsweise hätten ein Interesse daran, den Bitcoin mit ins Portfolio als Teildiversifizierung aufzunehmen. Sie haben allerdings gar nicht die Möglichkeit, weil der Bitcoin noch nicht im großen Stil als ESG-konform eingestuft wurde. Bei dem sogenannten ESG bzw. Environmental Social Governance bzw. zu Deutsch Umwelt, Soziales und Unternehmensführung geht es um eine Einstufung von verschiedenen Assets bzw. auch Unternehmen in Bezug eben auf das Soziale, die Umwelt und die Unternehmensführung. Das heißt, es geht vor allem eben darum, dass diese Kriterien erfüllt sind, und zwar logischerweise im positiven Stil, sodass diese Fonds eben in Nachhaltigkeit investieren. Woher weiß man das? Na, ganz einfach von den Staatsfonds selber. Der größte Staatsfonds der Welt ist tatsächlich nicht aus den Vereinigten Arabischen Emiraten oder aus China, sondern es handelt sich hierbei um den norwegischen Pensionsfonds. Er hat im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn von 2,22 Billionen Kronen bzw. 213 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Das ist wirklich eine Hausnummer und zeigt, wie stark man eben auch vom Kapitalmarkt hier profitieren kann. Norwegens Staatsfonds wurde bereits schon 1990 gegründet, um von den überschüssigen Öl- und Gasreserven des Landes zu profitieren, beziehungsweise diese eben dem Land wieder zukommen zu lassen. Sie haben ein Asset Under Management von 1,626 Billionen US-Dollar, also 1626 Milliarden, laut dem Stand März 2024. Ihr Chief Investment Officer Real Assets betonte, dass vor dem Kauf irgendeines Assets für diesen Fonds auf jeden Fall darauf geschaut wird, ob er ESG-konform ist. Auch Kevin O'Leary hatte betont, dass es für die Staatsfonds wichtig und relevant ist, dass das Asset ESG-konform ist, um investieren zu können, und dass eben viele Fonds schon in Bitcoin investiert hatten, wenn sie eben diese Zuversicht hätten. Kevin O'Leary an sich jetzt nicht unbedingt meine Lieblingspersönlichkeit, das war einer der größten FTX-Promoter, aber gut, er hat auf jeden Fall Ahnung in Bezug auf Staatsfonds und Co. Doch kommen wir zurück von dem, was die Staatsfonds davon abhält, in den Bitcoin zu investieren, rüber zu dem, was wir überhaupt für ein mögliches Potenzial haben. Die durchschnittliche Größe der 100 größten Staatsfonds der Welt beträgt knapp eine Viertelbillion US-Dollar, also knapp über 250 Milliarden Dollar. Das ist der Durchschnitt der größten 100. Derzeit liegt der in Anführungsstrichen Gewinn der Bitcoin-Marktkapitalisierung pro investierten Dollar bei einem Allzeithoch von 5,86 Dollar. Diese Kennziffer kann man verwenden, um herauszufinden, wie viel Kapitalzufluss in den Bitcoin für wie viel Preisperformance verantwortlich wäre. Ich habe erst vor ein paar Tagen dieses Beispiel mit den Immobilien gemacht, um eine Marktkapitalisierung zu errechnen. Wenn jetzt natürlich ein Staatsfonds Bitcoin für 1 Million kaufen würde, dann würde nicht die Marktkapitalisierung von Bitcoin um 1 Million US-Dollar steigen. Das Ganze funktioniert ja etwas anders und ist sehr komplex. Und es gibt hier auch kein perfektes Blueprint, dass man sagen kann, 5 Millionen fließen rein, die Bitcoin-Marktkapitalisierung steigt um
so und so viel Millionen. Also dafür gibt es keine 1:1 Rechnung, allerdings eben ungefähre Hochrechnung. Wenn wir jetzt also das Verhältnis nehmen vom Gewinn der Bitcoin-Marktkapitalisierung pro investierten Dollar von $5,76, dann ergibt sich ein Anstieg der Marktkapitalisierung von 76 Milliarden US-Dollar, wenn nur 5 der 100 größten Staatsfonds auch nur 1% ihres Asset Under Managements in den Bitcoin investieren würden. Also wenn nur 5 der 100 größten Staatsfonds auch nur 1% ihres Gesamtvermögens in den Bitcoin investieren würden, würde die Marktkapitalisierung um schätzungsweise 76 Milliarden US-Dollar ansteigen, was kurstechnisch ungefähr rund 4.000 US-Dollar ausmachen würde. Wie gesagt, das sind Hochrechnungen und der Preis würde alleine schon massiv dadurch beeinflusst werden, dass man eben diese Adoption bei den Staatsfonds sieht. Das würde natürlich zu einem deutlich stärkeren Kapitalzufluss führen, doch hierbei sprechen wir jetzt alleine nur von den Summen durch die Staatsfonds theoretisch hochgerechnet. Dabei kennen wir natürlich auch den Markt und die Marktpsychologie und man weiß auch, dass wenn erstmal die ersten Unternehmen oder die ersten Fonds die ersten Schritte gemacht haben, dass dann eben auch weitere folgen. Allein in Bezug auf den Bitcoin haben wir in den letzten Monaten gesehen, die USA hat die ersten Bitcoin-Spot-ETFs zugelassen, auf einmal kam England, auf einmal kam Australien, Hongkong und Co. Wir sahen beispielsweise, wie MicroStrategy vor einigen Jahren angefangen hat, in den Bitcoin zu investieren. Jetzt sprechen wir von Metaplanet und unzähligen weiteren Unternehmen, die diese Strategie eben auch fahren. Wir sehen, dass El Salvador angefangen hat, den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zu implementieren und viele weitere Länder sind daran, ähnliche Schritte zu gehen. Dabei handelt es sich natürlich bei vielen dieser Punkten momentan noch um den wirklich ersten Schritt. Wir haben echt wenige Staaten, die den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptieren. Wir haben momentan wenige Fonds, die in den Bitcoin investieren. Aber wie gesagt, es geht hier eben darum, dass die ersten Schritte ein bisschen mühsam sind. Wenn das Ganze allerdings erstmal ins Laufen kommt, dann wird eben aufgrund der Marktpsychologie eine Art FOMO ausgelöst und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dann beispielsweise in Bezug auf die Staatsfonds auch viele weitere folgen werden. Der Bericht, den ich hier rausgesucht habe, hat als Grundannahme bzw. als bullische Prognose eine ähnliche Adoptionsgeschwindigkeit der Fonds angesetzt im Vergleich zu den Bitcoin-Spot-ETFs an der Wall Street. Laut ihrer Analyse könnte der Bitcoin-Preis aufgrund der massiven Adoption um mehr als 169.000 US-Dollar ansteigen und das ist nicht der Kurs, sondern der Anstieg des Kurses, so wie eben die 4.000 US-Dollar zusätzlich zu den aktuell rund 70.000 US-Dollar gerechnet werden müssten, so würden die knapp 170.000 US-Dollar ebenfalls obendrauf auf die 70.000 US-Dollar gerechnet werden, was uns eben in die Bereiche von 240.000 US-Dollar bringen würde. Eines der am meisten antizipierten Kursziele für den aktuellen Bitcoin-Zyklus. Dabei braucht es, und das muss ich auch an dieser Stelle ganz klar sagen, viele Katalysatoren, viele Punkte, die berücksichtigt werden müssen. Natürlich darf es wirtschaftstechnisch in den nächsten Monaten keine riesigen Probleme geben. Es wäre gut, wenn Staatsfonds und Pensionskassen den Bitcoin Stück für Stück weiter adaptieren. Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering. Ich habe ja erst vor einigen Wochen darüber berichtet, dass der erste US-Bundesstaat, Wisconsin, erstmals in den Bitcoin investiert hat. Und hierbei sprechen wir von einer satten Summe von 160 Millionen US-Dollar. Klingt nicht viel, ist auch nicht viel, es ist allerdings der erste Schritt und wie gesagt, dieser Snowball-Effekt kommt halt erst mit der Zeit zum Tragen. Das heißt, am Anfang dauert es länger, später geht es allerdings umso schneller. Zudem gibt es eben auch gute Nachrichten in Bezug auf Bitcoin als ESG-Vermögenswert, denn in den letzten Monaten und vor allem Jahren sind immer stärkere Berichte bzw. immer mehr Berichte darüber aufgetaucht, wie sich der Bitcoin unter anderem auf die Umwelt auswirkt. Denn es gibt natürlich immer noch eine breite Meinung von vielen Marktteilnehmern, die sagen, Bitcoin ist eine Umweltsau, obwohl Bitcoin einfach unfassbar viele Anreize schafft, Energie sinnvoll zu nutzen und durch ein faireres Geldsystem hierbei tatsächlich auch die Nachhaltigkeit zu fördern. Denn wenn das Geld, was du verdienst, mehr wert werden würde als weniger, so wie wir jetzt beispielsweise durch die Inflation erleben, dann würdest du vielleicht zweimal überlegen, dein Geld für sinnlosen Kram auszugeben, weil es sowieso in 3 Jahren weniger wert ist. Wenn du wüsstest, das Geld, was ich heute verdiene, ist in 3 Jahren mehr wert, dann ist das unter anderem natürlich auch ein Anreiz, hier sparsamer zu leben und nicht so massiv überkonsumiert zu leben, wie wir es als Menschheit in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer stärker auf die Spitze getrieben haben. Und das ist nur einer der Aspekte, der in Bezug auf den Bitcoin berücksichtigt werden muss. Zusätzlich gibt es natürlich noch Anreize, dass sich das Bitcoin-Mining kaum lohnt, irgendwie umweltverpestend zu betreiben. Die meisten Bitcoin-Miner siedeln sich in Bereichen an, wo Energie
im Überfluss da ist, beispielsweise an großen Solaranlagen, die im Sommer mehr Energie produzieren, als verbraucht wird. Diese überschüssige Energie würde ansonsten als Wärme in die Umwelt geleiten. So kann man diese Energie sinnvoll nutzen. Wir sehen es beispielsweise immer wieder an Wasserkraftwerken. Diese produzieren 24/7 Strom. Auf der anderen Seite ist der Strombedarf natürlich nicht 24/7 gleich hoch, in der Nacht deutlich geringer. Und wenn dann eben der überschüssige Strom ansonsten verpuffen würde, anhand von Wärmeenergie, kann man dies eben nutzen, um das Bitcoin-Netzwerk abzusichern. Doch das ist ein eigenes Video wert. Fakt ist auf jeden Fall, dass die ersten Schritte bereits jetzt schon gegangen werden und eben viele Grundsteine gelegt werden, dass eben auch weitere Pensionsfonds in den nächsten Jahren dazukommen könnten. Das Ganze ist meiner Meinung nach ein super spannendes Thema, auch wenn man das Ganze hier natürlich über einen längeren Zeithorizont betrachten muss. Man muss es über die nächsten Monate, Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte betrachten. Doch im Allgemeinen finde ich diese Entwicklung super interessant, zumal wir jetzt gerade nicht von übertriebenen Zahlen gesprochen haben. Wir sprachen hier von einer maximalen Asset Allocation von 1%. Und ich glaube, wenn die großen Pensionsfonds und Co. erstmal den wahren Wert des Bitcoins verstehen, dass wir dann auch gegebenenfalls eine höhere Asset Allocation als nur 1% sehen können. Deine Meinung würde mich dazu definitiv interessieren. Das heutige Video möchte ich an dieser Stelle allerdings erstmal beenden. Ich bedanke mich für den Support und die Unterstützung und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao Freunde.